Bereits früh am Morgen beginnt das Tagwerk eines Köhlers. An die 100 Raummeter gilt es aufs Genaueste aufzuschlichten. Das traditionelle Handwerk wurde bei der Familie Wieser im niederösterreichischen Rohr im Gebirge durch Erfahrung über Generationen weitergegeben und bis heute hochgehalten. Seit wie lange wird in der Familie Holzkohle erzeugt? Ja, wir machen das schon seit mindestens 4 Generationen. Der Schwiegervater und der Vater, und es ist in unserer Region sowieso früher nur Holzkohlen erzeugt worden, weil wir ein recht waldreiches Gebiet sind. Da hat eigentlich jeder Bauer, jeder Hof hat da Holzkohlen gemacht für die Eisenindustrie. Und das ist eben, wenige Bauern sind halt noch jetzt erhalten in Rohr, im Gebirge, die was noch auf traditionelle Weise Holzkohlen erzeugen im Langmeiler. Kann man davon leben? Nein, von der Köhlerei kann man heute sicher nicht mehr leben. Das ist, bei uns ist das nur ein kleines Standbein zum Forstbetrieb dazu. Und es ist so, dass die Holzkohlenerzeugung, dass das sehr arbeitsintensiv ist und eine schwere Arbeit, und kann man eigentlich nur mit der Hand das meiste machen. Und so richtig rechnen tut es sich heute nicht mehr. Es ist, man verdient bezeitens mit einer anderen Arbeit mehr. Es ist so, dass einfach durch das, dass das traditionell in der Familie immer gemacht worden ist und der Absatz an Grillkohle da ist, macht man es, weil der Vorteil von der Holzkohle ist das, dass unbeschränkt haltbar ist. Die Holzkohlen kann man auf Vorrat erzeugen und lagern, und gegenüber einem Brennholz oder was, wenn du das nicht verkaufst, das Brennholz also morsch wird. Und das ist eigentlich der Vorteil. Es ist einfach ein kleines Standbein und als Erhaltung von der Tradition. Das ist einfach, weil es bei uns noch Köhler gibt, oder das wissen die Leute. Und wir können sie nur mit der Qualität. Also die Qualität von der Grillkohlen, mit denen können sie mir erhalten, weil einfach kein Staub drinnen ist und keine kleinen Teile. Dadurch, dass das alles mit der Hand gemacht wird. Nachdem der Holzstoß aufgeschlichtet ist, wird er mit Reisig abgedeckt und anschließend mit Lösch, das ist ein Gemisch aus Erde, Kohlenstaub und kleinen Holzstückchen, an allen Seiten luftdicht abgeschlossen. Der Höhepunkt ist sicher das Entzünden des Meilers, dazu werden zwei kleine Flächen, die sogenannten Feuerhäuseln, freigelassen. Wenn sich nach ca. einer Stunde ein ordentlicher Glutstock gebildet hat, werden diese ebenfalls mit Lösch luftdicht abgeschlossen. Es gibt ja Rundmeiler und Langmeiler. Warum habt ihr einen Langmeiler und was ist da der Unterschied? Wir haben am Anfang, wie wir da angefangen haben, auch Rundmeiler gemacht. Beim Rundmeiler ist es so, da kommt Holz stehend rein und wird alles auf Meter angeschnitten und viel kleines Holz. Das Holz muss viel gehoben werden und mit der Hand reingeschlicht. Und das war uns dann ein wenig zu viel Arbeit. Und beim Langmeiler ist es so, da liegt das Holz drinnen und auf 3 Meter angeschnitten. Und das kann ich praktisch mal, mit dem Kran praktisch mechanisch reinlegen. Da habe ich nicht so viel Handarbeit. Wie sind denn Sie zu dem Wissen gekommen? Naja, wir sind beim Vater genommen, nicht? Wir waren immer dabei von klein auf. Nicht? Und die Zahnbauerei, den Meiler zusammenbauen und so, ist im Prinzip ja nicht so schwierig. Nicht? Und das zumachen, das schwarz machen, nicht? Die Kunst ist ja nur dann, den Meiler so durchkühlen lassen, dass eben die meiste Holzkühlen oder das Beste rauskommt. Nicht? Und das sind halt Erfahrungssachen. Ach, die hat uns der Vater auch nicht so richtig, nicht? Weil der war halt der Cooler, und dann, sobald der Meiler brennt hat, hat das der Vater gemacht. Gibt es da schon einen Nachfolger, der das weiter betreiben wird? Ja, der Sohn ist zu Hause. Man wird sehen, ob der das dann auch mal macht. Nicht? An die 8 Wochen brennt sich nun die bis zu 400 Grad heiße Glut durch den 3 Meter hohen und ca. 13 Meter langen Holzstoß. Ständige Obacht des Köhlers ist dabei unerlässlich, damit dieser besondere Brennstoff gewonnen werden kann.